Ja, Herr Hochstetter, die Winterpause neigt sich jetzt im Ende entgegen. Wie beurteilen Sie den Stand der Vorbereitung beim VfL? Ja, ich denke, wir haben ganz ordentlich gearbeitet. Wir sind ja im Gegensatz zu vielen anderen Zweitligisten relativ früh ins Trainingslager gefahren, haben dort die Grundlagen gelegt für die restlichen 15 Spiele, haben da dreimal am Tag trainiert. Also von der Seite her, was den Aufwand betrifft, bin ich zufrieden. Wir haben die Testspiele, die wir gemacht haben, mit unterschiedlichen Ergebnissen gemacht. Wir wissen, dass wir noch 2 Wochen Zeit haben und die brauchen wir aber auch. Jetzt hat es beim Personal im Sommer einen sehr großen Umbruch gegeben. Im Winter hat sich dafür nichts getan. Da gibt es ja wahrscheinlich dann auch irgendwo einen Zusammenhang. Vielleicht kann man das nochmal irgendwie erläutern. Ja, da muss man ein bisschen weiter zurückgehen. Der VfL Bochum hat zwischen 2012 und 2013 in den beiden Sommertransferperioden 26 Spieler abgegeben und hat, glaube ich, 22, wenn ich richtig liege, dazugeholt. Das ist im Grunde genommen ein kompletter Umbruch und deswegen ist es natürlich auch für einen Trainer schwer, dort ein Kollektiv zu bilden, wenn so eine hohe Fluktuation da ist. Dazu kommen noch die finanziellen Voraussetzungen, die beim VfL Bochum sich in dieser Saison noch geändert haben im Gegensatz zu den letzten Jahren, sodass wir natürlich wirtschaftlich erstmal gucken müssen, dass wir klarkommen. Aber darüber wollen wir nicht klagen, das ist ein Bestandteil, das wissen wir. Und aus dem Grunde ist uns der Rahmen vorgegeben, was wir machen können und was nicht. Und wir sind von dem, was wir als Mannschaft haben, überzeugt. Und das Vertrauen wollen wir diesen Spielern auch geben. Das heißt nicht, dass wir uns nicht auf dem Markt umgucken. Aber wenn, dann muss es was sein, wo wir hundertprozentig davon überzeugt sind, dass es uns besser macht. Ansonsten gehen wir mit dieser Mannschaft auch jetzt in der Rückrunde. Peter Neururer spricht dann gerne auch schon über langfristige Ziele und nennt die erste Liga als ein langfristiges Ziel. Würden Sie das auch unterschreiben oder muss man da vielleicht den Fans so ein bisschen, sag ich mal, die Euphorie dann wieder nehmen? Nee, also ich finde, Ziele sollte man auf jeden Fall haben und Ziel mit dem VfL Bochum muss es sein. Dieser Verein hat, weiß nicht, 37 Jahre am Stück in der ersten Liga gespielt. Natürlich haben sich die Zeiten geändert, dessen bin ich mir auch bewusst, aber als Ziel müssen wir doch ganz klar die erste Liga haben. Wenn wir das nicht haben, dann finde ich, dann sind wir fehl am Platze. Natürlich müssen auch die Rahmenbedingungen dazu auch vorhanden sein. Aber da sind wir ja auch mit dabei, sie selbst mitzugestalten. Und wir brauchen jetzt erstmal in diesem Jahr eine Saison, wo wir uns hoffentlich frühzeitig qualifizieren für die nächste Saison, sodass wir frühzeitig Planungssicherheit haben, um eben dann den nächsten Schritt zu machen, diese Mannschaft stabiler zu machen, das Kollektiv wieder mehr in den Vordergrund zu stellen, nicht mehr so viele Transfers zu machen, sondern eben gezielt und dann eben versuchen, übers Kollektiv dann nach oben zu kommen. Sie haben schon angedeutet, in der aktuellen Zweitligatabelle, ja, da ist die untere Hälfte enorm eng beisammen, das ist schon bemerkenswert. Gehen Sie davon aus, dass es so bleibt und wäre dann sage ich mal, eine ähnliche Bilanz wie jetzt im Winter, im Sommer auch schon zufriedenstellend, Platz 11 und kurzer Abstand zu den Abstiegsrängen? Ja, ich glaube, dass es eine lange Saison wird und es konnte vor dieser Saison keiner damit rechnen oder davon ausgehen, dass die zweite Liga so ausgeglichen ist. Deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass das bis zum Ende so gehen wird. Wir werden eben unseren Teil dazu beitragen müssen, dass wir uns frühzeitig in ein Gefilde begeben. Natürlich nur über Ergebnisse, um da eben wegzukommen und mit den Abstiegsplätzen nichts zu tun zu haben. Auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, auch wenn man immer nach unten guckt, da sind es zwar nur 2 Punkte, aber nach oben ist es auch nicht so weit. Und mit der Thematik befassen tue ich mich dann, wenn es soweit ist. Im Moment sage ich, ist diese Mannschaft Tabellenelfter. Das hat sie teilweise gut, teilweise nicht so gut hingekriegt. Aber wir sind nach 19 Spielen Elfter. Ich denke, dass die Mannschaft, ob mit oder ohne Verstärkung, das in der Rückrunde oder den Rest der Rückrunde genauso hinkriegt und wir zwischen Platz 8 und 12 landen werden. Das erste Spiel des Jahres 2014, Pflichtspiel, wird in der Hinsicht dann schon ganz interessant. Es ist ein Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten, FSV Frankfurt. Ja, wie wichtig wäre da ein Heimsieg, auch für die Fans? Ja, grundsätzlich sind Heimsiege immer wichtig und das ist eigentlich das, was mich in dieser Vorrunde am meisten gestört hat, ist einfach, dass wir zu Hause zu instabil sind. Wir haben bis jetzt 2 Heimspiele gewonnen. Das ist einfach zu wenig. Das ist für mich ein Punkt, an dem wir ansetzen müssen. Wir müssen gucken, dass wir zu Hause stabiler werden und da müssen wir gegen Frankfurt anfangen. Wir müssen unseren Fans was bieten.
die uns fantastisch unterstützen. Das steht außer Frage, aber sie kommen eben auch ins Stadion, weil sie die Mannschaft gewinnen sehen wollen und nicht verlieren. Revier Sport. Ehrlich, echt.